die Firma Windhager, ein 102 Jahre in Österreich befindliches Unternehmen, das sich vor vielen, vielen Jahren der Heizung und der Heizungswenden verschrieben hat. Wir sind ein Heizungshersteller, der über die Grenzen Österreichs sehr, sehr fokussiert Biomasseprodukte produziert. Wir gehören zu den 5 größten in Österreich. Wir haben heute 650 Mitarbeiter. Wofür steht Windhager? Wo Windhager draufsteht, ist ein Windhager drinnen. Premium-Anbieter heißt auch Premium-Qualität und damit auch entsprechend der Anspruch an unsere Fertigung, möglichst viel im eigenen Haus zu fertigen. Die Mengen steigen massiv. Diesen Mengensteigerungen Rechnung zu tragen, bedarf einen immer höheren Automatisierungsgrad. Daher haben wir uns entschieden, den Bereich Schweißtechnik mehr und mehr in Richtung Robotertechnologie zu verlagern. Wir haben schon immer wieder Schweißroboter im Einsatz gehabt, jetzt aber eine wirkliche Roboterschweißlinie auf letzten Technikstandard einzuführen, war eine der großen Investitionsentscheidungen der letzten Jahre. Die Herausforderung an diesem konkreten Projekt war es, hier eine sehr umfangreiche Automatisierungslösung anzubieten. Neben den klassischen Insellösungen von den Schweißaufgaben war die Herausforderung, dass wir auch das Be- und Entladen bzw. die Logistik dafür liefern zu müssen. Und ein weiterer Schritt war dann auch noch für eine Kesselfamilie, das Heften, was vorher manuell gemacht wurde, zu automatisieren. Also die Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist eigentlich, dass wir auf 6 Schweißzellen jeden Kessel schweißen können, somit die Produkte in unterschiedlichen Stückzahlen fertigen können und je nachdem, wie sich der Markt verändert, sind wir auch sehr flexibel. Das umfangreiche Produktportfolio, welches uns KUKA zur Verfügung stellt, hat es uns ermöglicht, hier diese individuellen Aufgaben mit den einzelnen und unterschiedlichen Robotertypen und eben nicht nur das Lichtbogenschweißen zu automatisieren, sondern auch das ganze Materialhandling zu lösen. Den größten Vorteil durch die neue Schweißlinie haben wir eigentlich, dass das komplette Kesselschweißen vom Heften bis hin zum Transport, zum Fertigschweißen und Tischprüfen komplett automatisiert funktioniert. Sprich, die Einzelteile werden auf Systempaletten eingefördert, werden überprüft, ob die richtigen Stück drauf sind, ob die Menge richtig drauf ist, ob die Teile richtig positioniert sind, werden dann im ersten Schritt von einem Handling-Roboter auf eine Vorschweißzelle gelegt, dort vorgeschweißt, dann werden die Teile in die Heftzelle transportiert, dort wird der Kessel dann durch einen zweiten Roboter geheftet. Dieser Arbeitsgang war früher komplett manuell. Nach dem Heften werden die gehefteten Kessel im Palettenregal an der Rückseite der Anlage zwischengelagert und je nachdem, welcher Kessel geschweißt werden muss, bekommt die Schweißzelle einen Auftrag, schickt dann den Befehl an das Regalbediengerät, der Kessel wird vorbereitet. Eine der 6 Schweißzellen wird durch die Vorrichtung gerüstet, das Rüsten erfolgt komplett durch den Handlingsroboter und dann wird der Kessel fertig geschweißt. Nach dem Schweißen wird der Kessel wieder zurück eingelagert und über Kopf an die Handschweißplätze zu den Mitarbeitern gebracht. Der wesentlichste Nutzen ist die Steigerung der Produktivität dann auch. Wir haben eine Steigerung in der Produktion von 30-40% geplant, damit gut abbildbar. Das zweite ist, wir können auch Geisterschichten fahren, das heißt wenige Mitarbeiter, die in der Nachtschicht beschäftigt sind und die Schweißtätigkeit übernehmen die Roboter. Auch ein wesentlicher Vorteil, die Flexibilität. Wir haben nach wie vor auch eine sehr hohe Anzahl von Schweißtechnikern, die wir beschäftigen. Das heißt, es ergibt sich in Summe ein ganz gutes Bild. Wir sind überzeugt davon, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit der Firma Windhager und der Firma KUKA in partnerschaftlicher Zusammenarbeit eine der modernsten Fertigungslinien für Heizkessel in Europa realisiert zu haben. Die Zusammenarbeit mit ism und KUKA ist für uns ein ganz wesentlicher Faktor. Warum? Weil wir, wenn wir sagen Premium-Anbieter, dann brauchen wir auch Premium-Partnerschaften. Und Premium-Partnerschaften zeichnen sich aus durch entsprechende Technologie und Qualität ihrer Produkte, aber natürlich auch in der Art und Weise, wie man unsere Themen, Herausforderungen und Probleme versteht. Und das ist etwas, wo ich sage, ich ziehe meinen Hut vor diesen Partnern. Und bis zum heutigen Tag muss ich sagen, wir haben die richtigen Partner gewählt. Windhager wird wachsen. Und Windhager braucht die entsprechenden Partner dazu. Industrial Intelligence.